Hi Leute und hier recht herzlich willkommen und so bei Unlimited World Colosseum. Und wir machen hier natürlich freudig weiter. Battle Royale? Ja, oder? Ist eigentlich, was müssen wir denn eigentlich noch freispielen? So, sagen wir es mal so. Okay, Battle Royale haben wir jetzt schon einige Sterne, das heißt, wir werden da nicht mehr weiterkommen. Wir sollten mit Ace spielen, ja. Mehr gibt's gerade nicht frei zu spielen, das heißt Ace. Okay. Und damit wir besonders viele Ausweichmanöver hinbekommen, nehmen wir die Rauferei mit Ace. Jupp. Das geht immer ganz gut. Gibt's eine Kombination? Ruffy und Ace, okay. Sollen wir natürlich dann auch machen. Aber erstmal auf Ace Ausweichmanöver konzentrieren. Gut, dann machen wir heute eine Ausweichfolge. Ich werde nicht angreifen, ich werde nur ausweichen und kontern. Das wird nicht ganz so leicht. Dairanzen, let's begin. Come on. Nein. Bin ich denn? Wow. Das ist schon heftig, wie lange Ace unsichtbar bleibt. Aua. Verdammt. Come on. Yes. Sehr schön. Au. Ich kann hier keinen kontern. Tut mir leid, Leute. Ich kann es nicht machen. Nein. Ach, ich kann jederzeit A drücken, um da rauszugehen aus diesem Ausweich. Oder? Nö, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ace ausweichen ist verdammt lang. Egal, wir müssen es eh 20 Mal schaffen, also was soll's. Nope. Und nope. Verdammt, da war kein Ausweichen. Okay. Also langsam sollten wir es eigentlich haben. Wäre natürlich jetzt doof, wenn ich zu früh aufhöre. Nehmen wir mal. Dammit, schon verschwunden. Okay, gut, wir kämpfen auch mal ein bisschen mit. Ich möchte auch noch den Verbindungsangriff schaffen und ein paar Mal ausweichen kriegen wir sicherlich auch noch so hin. Bam! Feuerball! Nope! So. Ace ist auf jeden Fall ein verdammt guter Kämpfer, also kann man nicht sagen. Vor allem sein X ist saumäßig stark gegen Endgegner. Also in Duellen vor allem. Bam! Man kann ihn ja auch in der Hauptstory spielen. Spoiler. Sollte kein Spoiler sein. Sieht man ja auch. Ist in der herunterladbaren Quest. Bam. Und sehr schön, Luffy. Mach ihn fertig. Nächste Runde. Wo sind wir diesmal gelandet? Ah. Keine gute Umgebung für Ace. Come on. Nope, nope, nope. Immer noch keine Konter. Ich glaube, Ace kann keine Konter. Dann kann ich mein Versprechen ja auch nicht erfüllen. Hilfe. Nein. So. Die rufen nach Wapulsama? Echt jetzt? Nein. Gut, dann machen wir mal hier einen Verbindungsangriff. Ace und Luffy. Strongest Combo. Bam. Okay. Aua. Das tat übrigens weh. Ja. Yes, die beiden nervigen. Ja, das sind auch welche. Au. Ihr Ärsche, ich kann euch nicht ausweichen. Nein. Zum Glück ist der X so stark, dass es eigentlich jeden weghaut. Bam. Fire Blast. Okay, jetzt muss ich noch einmal Verbindungsangriff schaffen. Dann sollten wir beinahe alles haben. Irgendwas brauchen wir noch. Ich hab vergessen. Oh, wir haben es schon geschafft. Nein! Mir fehlt aber noch ein Verbindungsangriff mit Luffy. Verdammt. How dare they? Aber ich kann mal schauen, ob ich zumindest die 20 Dinger habe. Dann kann ich ein Duell machen. Nee, kann ich nicht. Duell geht nicht. Battle Royale. Na, 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 na. Ich glaube, wir müssen es einfach nochmal machen. Ja, wir müssen sowieso noch 8 Spezialangriffe machen mit Ace. Ja, doch, doch. Ah, Buggy gibt's ja. Buggy
den ich die ganze Zeit wieder vergesse, dass es ihn auch gibt. Bosssturm haben wir noch nicht. Habe ich schon mal gesagt. Ich wiederhole mich, tut mir leid. So, war noch ein Verbindungsangriff, deswegen machen wir mal nicht normal, sondern leicht. Einfach damit es schneller geht, weil wir brauchen nicht mehr. Bam. Kurz mal einen Verbindungsangriff machen, dann haben wir zumindest diese Dinge noch geschafft. Und dann mache ich noch ein paar Duelle mit Ace. Und dann haben wir Jinbei bald. Und ich spiele Jinbei nicht gerne. Er spielt sich nicht so schön, aber er eröffnet uns noch Möglichkeiten zu neuen Charakteren. Von dem her müssen wir es machen. Und das, ich bin gerade voll im falschen Charakter drin. Okay. Wobei, wir müssen Verbindungsangriffe mit Ace, heißt nicht, dass wir auch Ace ausgewählt haben müssen, sondern es würde, glaube ich, auch zählen, wenn man mit Luffy spielt. So ist es nicht. Frage ist, ob ich da überhaupt genug zusammenbekomme. Bitte? Ich glaube, wenn ich Break mache, dann haben wir es schon geschafft. Ja. Ich glaube. Ich sollte zumindest noch hier mein Enkai machen, weil Verbindungsangriff kriegen wir eh nicht hin. Verdammt. Dammit, ich muss, glaube ich, öfters meinen Break machen, sonst schaffe ich den gar nicht. Ha. That's interesting. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Egal. Aus irgendeinem Grund kriegen wir den Erstabschluss. Ach so, weil wir. Leicht zählt anders als normal? What? Okay. Das ist interessant. Ein Spezialspiel, okay. Können wir natürlich auch machen. Mache ich immer, wenn es die gibt. Robin, yes. Wenn ich auch mal lerne, wie ich mit dem Charakter richtig umgehe. Der soll ja echt gut sein und so. Er gehört jetzt nicht zu meinen komplett Lieblingscharakteren. Sie, sorry. Aber ich möchte ja schon lernen, wie man mit jedem Charakter spielt. Egal ob Brook Lysop oder Robin. Rob Lucy. Na toll. Nico Robin, ich habe gehofft, ich würde dich hier treffen. Sibi, nein. Eigentlich hatte ich gehofft, ich könnte euch Typen ausweichen, falls irgendwie möglich. Sag nicht sowas. Wir wurden von der Weltregierung gejagt, seit unsere Mission fehlgeschlagen ist. Auch wenn es Bandams Fehler war, werden wir gleich behandelt. An deiner Stelle würde ich mich vorbereiten. Es wird diesmal nicht so leicht sein, mich zu fangen. Ich habe endlich etwas gefunden, für das ich leben möchte. Okay, dann schauen wir mal. Der Kampf war nicht so leicht. Das wird nämlich nichts machen. Uah. So, aua. Okay, das war nicht so gut. Nein. Das ist auf jeden Fall kein einfacher Kampf zu machen. Nope. Ach, toll. Ah, beinahe. Okay, das soll ich ausweichen. Ja, wenn man die Aufladeangriffe, sollte man wirklich vermeiden. Mit ihr gegen ihn. Dafür ist sie so recht stark. Das geht dann schon. Ach, verdammt, ich treffe ihn nicht. Au, dem kann ich nicht ausweichen. Sie steht auf den Nervenkitzel, okay. Nope. Nope, 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 nope. Ja, das kann man nicht machen. So, machen wir einmal mal kurz einen Slap. Was? What the hell? Okay. I'm sorry. Oh, verdammt. Beinahe. Okay. Ich konnte zumindest seine Dings hier ausweichen. Nope. Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Und von was? Immer diese unverständlichen Schadensquellen bei diesem Spiel. Nope. Ach so, ich habe mein Oh, halt still gemacht. Verdammt. Klar. Tut mir leid. Okay. Da wieder ausweichen.
Einfach ein bisschen rumspringen. Normalerweise reicht das. Naja, beinahe. Nein. So, wow. Also Aufladeangriffe kann man gegen Lushi definitiv vergessen. Dafür ist er einfach zu schnell. Naja, aber Robin hat es trotzdem geschafft. Wie gesagt, ich treffe da manchmal einfach noch nicht. Es ist nicht ganz so leicht. Wow, fünfter schon. What the hell? Okay. Es reicht doch nicht fürs Aufstiegsspiel, aber es ist schon mal nicht schlecht. Ein Kampf oder so noch, dann können wir uns Aufstiegsspiel machen, aber ich wollte ja eigentlich noch eher mit Ace hier. Moment mal, dann kann ich ja hier noch die beiden spielen, ja. Dann geben die hier ja noch Punkte, wobei Punkte jetzt eh egal sind. Es geht jetzt darum, Verbindungsangriff hinzubekommen, das heißt, ich sollte nicht zimperlich sein. Wir machen einfach einen normalen Kampf. Scheiß drauf, auf, ob wir das schon gemacht haben oder nicht. Ich möchte Jinbei freispielen, rein um ihn freigespielt zu haben, wie gesagt. Wobei, es ist auch nicht schlecht oder so, er hat schon seine OP-Attacken, wie jeder der, Chichibukai und so, die hier im Spiel sind. Aber gehört halt definitiv nicht zu den Charakteren, die ich gerne spiele. Okay, machen wir mal. Ups. Ja, verdammt. Okay, ich wollte eigentlich eher... Dankeschön, das wollte ich machen, genau. Und das hat schon mal getroffen und jetzt noch das hier. Bam, ein bisschen Break-Action, richtig? Why the fuck not? Okay. Es hat relativ wenig hier irgendwas gegeben. So, machen wir mal ein bisschen X. Wir haben ja noch genügend Gegner irgendwie gerade. Sehr schön. Und dann noch Break. Bitte auch noch. Ach so, ja, stimmt, ich muss ja aufpassen. Oh, die geben gar keine Kügelchen immer. Also sie geben mehr Kügelchen bei Break, aber nicht immer. Sehr komisch. Egal. Weiter. Und wir können uns ja so ein bisschen an die Break-Leiste halten. Das ist eine gute Möglichkeit, sicherzustellen, dass man auch schön viele unterschiedliche Attacken macht. Ist nur manchmal echt nicht so leicht zu machen. Bei so vielen Gegnern. Bam. Das ist natürlich verdammt stark. So. Jetzt muss ich natürlich auch einsetzen. Bam. Der Mann mit dem Rechtschreibfehler im Tattoo, der nicht wusste, wie er sich selber nennen sollte. Bam bam. Da würde ich auch mal gerne die Geschichte dazu erfahren. Aua. Oh Mann. Thank you. Ihr beide könntet eigentlich einfach sterben. Thank you. Man kann hier echt ein bisschen einfach Shoot'em abspielen oder so. Die meisten Gegner sind mit einem von diesen X-Angriffen völlig bedient. Und ich hätte noch den Special machen können. Naja. Brauchen noch ein paar Specials für ihn. Ah, dann machen wir noch ein paar Duelle. Das sollte jetzt auf jeden Fall fürs Aufstiegsspiel reichen. Normalerweise würde ich das halt sofort machen, aber wenn ich jetzt eh gerade Jinbei freispielen möchte, machen wir noch ein Duell und versuchen da so viele Specials wie möglich rauszubekommen. Okay. Oh Mann. Nach dieser Cutscene. Egal. Wir machen es trotzdem erstmal ein Duell noch auf normal mit Ace. So. 6 Spezialangriffe. Mal schauen, ob wir das in einem Duell schaffen. Und dann können wir uns nächste Folge schön ums Aufstiegsspiel und nämlich da. Ich weiß, dass da ein bisschen was an Story hinter dem nächsten Aufstiegsspiel hängt. Deswegen fange ich das jetzt nicht in dieser Folge noch an. So, mache hier lieber ein Duell. Ah, wie passend. Wie sehr passend. What the fuck? Okay. Das ist fast schon gruselig.
Okay. Nein. Seht ihr, was ich meine? Da muss man aber ziemlich aufpassen. Wow. Das hier kann ordentlich Schaden machen, wenn man sich davon treffen lässt. Dafür ist Jimby aber eigentlich wirklich nicht sonderlich stark, wenn man ihn ein bisschen ausweicht. Achso. Nee. Aua. Wenn er mich natürlich in der Luft trifft, kann ich genauso wenig was dagegen machen. Ich glaube, ich muss bei Ace tatsächlich während dem Ausweichen eine Angriffstaste drücken, damit's... Nein. Ja, oder? Doch, ich muss, glaube ich, bei Ace eine Angriffstaste drücken, damit er schneller aus dem Ausweich rausgeht. Bam. Zum Glück kann man ihn verbrennen. Aber wenn er aus Wasser besteht... Nee, nicht aus Wasser, was? Auch wenn er ein Fischmensch ist. Aua, verdammt. Okay, das ist tatsächlich seine Konter. Aua. Nein. What the fuck? Okay, ich lasse mich hier einmal zu oft von seiner Konter erwischen. Oh, wurde hier gerade wohl von seinen Sharks... Nein. Tut mir leid, Jimbei. Und ich glaube, 6 Specials kriegen wir nicht in einem Kampf durch. Wenn ich das nicht in einem Kampf... Was ich nicht schaffe. Nee, unmöglich. Dann mache ich das offscreen. Wie wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben, Charaktere, die zu lang zum Leveln brauchen, mache ich offscreen. Andererseits würde man den ja auch so irgendwann mal so kriegen. Das ist nicht das letzte Mal, wo ich mit Ace spiele. Naja. Egal. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, was ist für diese Episode. Und Ace, und hier, Jimby machen wir irgendwann anders. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen hat, abonnieren. Nächstes Mal geht's ans Aufstiegsspiel. Ciao, Leute. One Piece, Unlimited World, Red.